Wir sehen hier eine Zeichnung von Veljka Plátek und den Namen Veljka Plátek hört man eigentlich immer im Zusammenhang mit Ehefrau von Felix Nussbaum. Allerdings war Veljka viel mehr als nur die Ehefrau von Felix Nussbaum, sondern sie war auch eine große Künstlerin, die in ihrem Können ihrem Mann gar nichts nachstand. In dieser Zeichnung sehen wir eine afrikanische Skulptur, die die beiden in ihrem häuslichen Umfeld hatten. Entstanden ist die Figur 1943 in einer Zeit, in der Veljka und Felix sich verstecken mussten, in Brüssel in der Rue Archimède 22. Dort haben sie sich zurückgezogen und verbrachten viel die Zeit damit, alles Mögliche aus ihrem Umfeld, aus ihrem Alltag zu zeichnen, eben in diesen schnellen Zeichnungen, wie wir sie hier sehen. Veljka ist 1899 in Warschau geboren, ist 1920 nach Berlin gegangen, um dort eine Ausbildung als Malerin, Porträtmalerin anzufangen, wo sie dort auch auf Felix Nussbaum getroffen ist. Die beiden verbringen dann ab dem Zeitpunkt sozusagen ihr Leben zusammen, malen immer wieder zusammen und auch wenn Veljka immer wieder gesagt hat, dass sie nicht so gut ist wie ihr Mann, sehe ich das doch anders. Sie verbringen ihre erste Zeit damit, Landschaften zu malen in Ostende und in Italien. Später dann in Brüssel, so wie hier, sehen wir eben diese Zeichnungen, die im häuslichen Kontext entstehen. Das Spannende an dieser Zeichnung ist, dass wir sie nicht einmal in der Sammlung haben, sondern gleich zweimal. Wir sehen hier die Version von Veljka und wir haben noch eine Version von Felix. Die beiden Zeichnungen sind auf den ersten Blick sehr identisch, wirken sehr ähnlich. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die beiden in ihrer Malerei doch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Veljka war in ihrer Malerei sehr sachlich, hat das abgebildet, wie sie es auch gesehen hat, während Felix in seiner Malerei doch eher emotionaler rangeht. Interessant ist auch zu sehen, wer was malt und wer was weglässt. Bei Veljka ist es zum Beispiel so, dass wir die Zeichnung im Hintergrund sehen können, also dass dort ein Blatt wahrscheinlich hängt hinter der Figur, aber wir sehen nicht, was auf dem Blatt zu sehen ist. Anders ist es bei Felix Nussbaum. Veljka zum Beispiel zeigt uns, dass die Tapete ein gewisses Muster hatte, während das bei Felix auch nicht so interessant zu sein scheint. Und hier sehen wir die Zeichnung von Felix Nussbaum und wir haben nicht nur eine leicht verschobene Perspektive, was uns vermuten lässt, dass es vielleicht sogar sein könnte, dass die beiden nebeneinander gesessen haben und zusammen eben diese Skulptur abgezeichnet haben, sondern wir sehen eben auch, wie vorhin schon angesprochen, die unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Das Blatt, was wir im Hintergrund der Figur gesehen haben, auch schon bei Veljka, ist bei Felix viel detaillierter. Er zeigt uns hier, was auf diesem Blatt zu sehen war, eine Zeichnung. Und wir sehen auch zum Beispiel die Steckdose, die bei Veljka fehlt. Allerdings sehen wir hier, dass die Tapete ganz schlicht gelassen wurde und hier auf die Musterung verzichtet. Was ebenfalls auffällt, ist, dass Veljka sich bei ihrer Zeichnung dafür entschieden hat, eher etwas Schnelleres zu zeichnen, eine schnelle Zeichnung anzufertigen, während Felix Nussbaum doch dazu übergegangen ist, mehr ins Detail zu gehen. Zum Beispiel sehen wir das hier in der Holzmaserung. Also hier zeigt er wirklich sein Können, indem er sich wirklich sehr intensiv mit dieser Holzmaserung beschäftigt oder auch die Textur des Regenschirms nochmal aufgreift. Dass es zwei Zeichnungen gibt, eine von Felix Nussbaum und eine von Veljka Plátek, ist in unserer Sammlung kein Einzelfall. Gerade aus der Zeit von 1943. Aus der Zeit in dem Versteck gibt es nämlich mehrere solche Zeichnungen, wo die beiden sehr wahrscheinlich nebeneinander gesessen haben oder miteinander dann eben die einzelnen Gegenstände stillleben gezeichnet und gefertigt haben.